Heute schauen wir uns nochmal eine andere Variante des Trickaroos-Team an, vor allem in NB12 und PC10. Ja, also da liegt heute der Fokus drauf. Ich weiß, also soweit ich weiß, geht dieses Team auch in Dragons. Ja, natürlich, es gibt mehrere Varianten des Teams, dass man das nochmal ein bisschen verschneller machen kann, aber das ist alles ein bisschen, in meinen Augen ein bisschen too much, muss nicht sein. Deswegen, wir konzentrieren uns in erster Linie auf PC10, ja, weil hier gibt es ein Team, was so aussieht. Das Ding ist nämlich, bevor wir jetzt gleich zum eigentlichen Team kommen, eigentlich ist hier nur der Homunculus zugekommen und darum dreht es sich heute auch. Ja, es dreht sich heute darum, dass man den Feuerhomunculus noch in verschiedenen Variationen mitspielen lassen kann, wo es ein bisschen angenehmer ist, das Ganze. Ich habe hier schon mal eine Teamvorstellung gemacht, wo es nur ums Trickaroo-Team plus Verde geht. Ja, was man auch machen kann, um Dungeon des Urteils abzuschließen, so ist es nicht. Ja, man kann das ausspielen. Nur der Homunculus, der macht es nochmal ein bisschen angenehmer. Ja, dann man muss nicht auf die Tower gehen etc. Und es ist so, man möchte im besten Falle Team haben, wo man mehrere Dungeon clearen kann. Beispielsweise, zum Beispiel, als es noch kein UG12 gab, war es so, dass man Twins sehr viel benutzt hat. Sprich, man hat Twins einfach in jeden Dungeon mitgenommen und du konntest einfach deinen Hauptfokus auf dieses Team setzen, was es einfach angenehmer macht. Ja, umso weniger Monster man für die verschiedenen Dungeon braucht, desto angenehmer ist es, weil du einfach den Fokus auf dieses eine Team oder auf diese Monster setzen kannst. Ja, und das ist der Grund dafür. Es geht nicht darum, schnell zu sein hier, ja. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie übelsten Speedlauf hinzubekommen oder so. Es geht einfach darum, die Monster zu minimieren mit einer angenehmen Zeit, um die Monster kompakt zu halten für die Dungeons. Ja, dass man nicht 10.000 Monster bauen muss, um die Dungeon abzuschließen. Wie gesagt, auf Trickaroo aufgebaut. Trickaroo ist derzeit so die Meta, was PvE-Dungeons angeht, ist sehr gut. Das ist der Verde, ja, auf Attack, Crit Damage, Attack, mit diesem Artefakt und diesem Artefakt. Dann haben wir den ersten Trickaroo, der ist auf Death, Death, Death. Ja, man kann die auch auf Crit Damage bauen, aber da ist das natürlich so, natürlich wäre es schneller. Das Problem ist nur, dass man die Death irgendwie trotzdem hinbekommen muss und das ist jetzt in meinem Stand nicht machbar und ich schätze für viele andere auch nicht. Mit diesem Artefakt und mit diesem Artefakt, Skill-Ups würden das Ganze auch nochmal verbessern, gegebenenfalls auch das Transmog, ja, das würde es auch nochmal verschnellern. Hier beim Verde, by the way, ist das Schnellste, was du geben kannst, derzeit der Halloween-Skin. Und ich glaube, danach kommt der Skateboard-Skin. So, der zweite Ikaroo ist auch aber natürlich auf DevDevDev. Bei mir, in meinem Fall ist er auf Vio. Mit diesem Artefakt und diesem Artefakt. Auch keine Skill-Ups oder so, hat glaube ich keiner bei mir. Nee. Mit diesem, also DevDevDev natürlich wieder. Hier Dev. Mit diesem Artefakt und diesem Artefakt. So, der Feuerhomunculus sieht bei mir so aus. Er ist jetzt auf Vio. Er dient natürlich dazu da, die Dots zu machen. Vor allem im PC 10 ist es so, dass die Dots natürlich sehr angenehm sind und es ist auch verleichtern. Deswegen Rika und so wäre eventuell auch eine Option. Aber ich finde halt, der Homunculus ist jetzt Free-to-Play. Das ganze Team ist Free-to-Play. Werde kannst du ja fusen. Die Ikaroos, gut, sind 3-Stars, kannst du ja farmen. Zweite Erweckung farmen. Und Homunculus kann jeder haben. Ne? Kann man sich auch erfarmen. So, meiner ist jetzt auf Speed, HP, ACC. Mit diesem Artefakt, was nicht aufgewertet ist. Und da auch nichts. Die Skills sehen so aus. Hat keine Skill-Ups oder so. Was es auch nochmal ein bisschen angenehmer machen könnte, wenn er Skill-Ups hätte. Was bei mir jetzt nicht der Fall ist. Mit diesem. Und mit diesem, und das ist ja Standard. So, wir gehen jetzt einmal rein und ich erkläre ein bisschen was dazu. Normalerweise gibt es da nicht viel zu erklären, da es einfach darum geht, die Teams kompakt zu halten, so gut es geht, dass es einfach angenehmer ist, die Runs durchzuführen mit halt einem, einfach mit wenig Monstern, die man auf die Dungeon fokussieren muss, einfach um mehr Runen zum Beispiel frei zu haben für BK oder sonst was, worauf man halt Bock hat. Und im Großen und Ganzen liegt es einfach daran, dass bei diesem Team jetzt der Fall ist, im Gegensatz zu dem normalen Trickaroo-Team, das normale Trickaroo-Team auf PC 10 ist halt darauf ausgelegt, dass man die Dungeon, die Tower mitmachen muss, jetzt gleich beim Endboss. Hier ist es so, muss man nicht machen. Ja, hier muss man es nicht machen, dadurch ist die Zeit ein bisschen schneller, nicht viel schneller. Natürlich ist es kein Speed-Team, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, jetzt ein schnelles Team rauszuhauen, sondern einfach die Monster kompakt zu halten. Darum geht es in der ersten Linie. Und da ist er zum Beispiel mit dem Feuerhomunculus, dadurch, dass er halt natürlich die Dots macht. Hier ist noch der Vorteil, man sieht,
Der Boss kam dran. Das liegt halt daran, mit den Dots, by the way. Das liegt halt daran, dass die Dots ticken und durch die Passive des Bosses, dass er halt Attackbar kriegt, wenn man die Angriffsleiste manipuliert, kommt er schneller dran. Er kommt schnell dran. Und das liegt daran, dass er halt durch Werde etc. halt, wie gesagt, die Angriffsleiste manipuliert bekommt und dadurch kriegt er halt Attackbar. Sprich, er wird halt so gesehen gezwungen, die Dots auszulösen, die er drauf hat. Und das ist halt einfach das Angenehme daran, weil die Dots, die einfach den meisten Schaden machen, beziehungsweise die Dots hier so das Ausschlaggebende im PC 10 ist. Ja, bei den anderen Teams mit Yen etc. ist es auch viel auf Dots ausgelegt oder mit Rika-Teams etc. ist halt alles so ein bisschen auf Dots ausgelegt und das ist jetzt hier halt auch der Fall. Mal schneller, mal langsamer. Wir haben es gesehen, es läuft so um die eine Minute. Ich glaube, es geht auch langsamer. Es geht aber halt auch schneller. Das liegt halt nochmal an je nach Team. Wie gesagt, am Homunculus ein bisschen etc. Der hat keine Skill-Ups bei mir, jetzt hat keine Artefakte richtig etc. Ja. Also da kann man natürlich auch noch ein bisschen rumwurschteln, um es einfach nochmal ein bisschen schneller zu machen. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass es einfach noch eine kompaktere Variante gibt. Free-to-play, was halt leicht zu bauen ist. Ja, mit Trikaru, sobald man Trikaru hat, was glaube ich derzeit sehr viele machen. Was auch richtig ist, macht es, zögert nicht, macht es. Macht es einfach. Wie gesagt, ihr macht damit nichts verkehrt. Umso länger ihr wartet, umso mehr bereut ihr es. Es ist einfach so. Wenn ihr die Runenqualität dafür habt, macht es, nutzt es. Das ist nicht mal schlimm, wenn der Werde stirbt. Dots kommen drauf, Dots kommen nochmal drauf. Trikaru greift an, gleich kommt der Boss und nicht mal mehr dran und ist wieder down. Ja, wie gesagt, es ist an sich leicht zu handeln im PC 12 Bereich, weil es einfach, es ist angenehm, es geht halt, ich sage relativ okay, schnell. Durch einen Autokampf, finde ich persönlich, sollte es nicht unbedingt an Speed gehen, sondern mehr auf Safe. Ja, ich finde das halt wichtiger, dass es halt erstmal safe läuft in einer angenehmen Zeit. Es muss natürlich keine 3-Minuten-Runs sein, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber so auf die eine Minute bis 1,30 so. Ich schätze, das ist eine angenehme Zeit, damit kann man arbeiten. Da Autoruns es einfach generell sehr viel leichter machen als sonst, also wie es vorher war. Und das ist einfach angenehm. Und wenn die Teams dann dadurch auch noch kompakt sind, was jetzt mit Trikaru so jetzt hier der Fall ist und PC mit dem Homunculus im PC 10. Ist halt einfach angenehm zu spielen. Es ist nochmal ein bisschen schneller als ohne den Homunculus. Das Ding ist halt einfach nur, dass man den Homunculus dafür braucht, was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, nochmal zusätzlich, falls man ihn noch nicht gemacht hat. Bei mir ist es jetzt auch noch relativ frisch. Ich habe den auch noch nicht so lange. Ja, deswegen ist es halt, ja, naja, okay. Ja, ist halt ein bisschen unangenehm, den zu bauen. Aber man kann ihn auch, wie gesagt, noch in MB12 spielen, wenn man zum Beispiel noch keine Astar hat oder keine Astar bauen möchte, was ist halt nochmal Astar und Lucian und so mit den Ikarus ist halt so eher, geht halt eher so ein bisschen Richtung Speed. Dazu kommen wir jetzt. Ja, ich werde das jetzt hier mal eben beenden und danach gehen wir mal zu MB12. Es ist natürlich nicht das schnellste Team. Ja, mit Astar und Lucian etc. geht es natürlich schneller. Das ist mehr so ein bisschen auf Speed angelegt. Dieses ist jetzt nicht wirklich auf Speed angelegt, das ist jetzt einfach darauf angelegt, es angenehm zu machen und wie gesagt, die Teams zu minimieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einfach mal keine Astar spielen und kein, also Lucian, okay, Lucian, wenn man Lucian hat, hat man den auch gebaut, aber Astar zum Beispiel, ist es halt so, man hat einfach wieder die Teams in kompakter. Ja, du hast so gesehen, jetzt hier dieses eine Team, wo du schon mal zwei Dungeons, beziehungsweise man kann es auch im DB12 spielen, finde ich persönlich nicht so pralle. Das Ding ist, ja, ob du jetzt Homunculus hast oder nicht, du haust ihn einfach weg. Das ist dasselbe Prinzip wie mit PC 10. Nur bei PC 10 ist es halt ein bisschen angenehmer. Ja, es geht ein bisschen schneller, es ist ein bisschen angenehmer als ohne Homunculus. Und in DB12 sehe ich es nicht als nötig. Deswegen zeige ich euch es jetzt nicht. Aber hier ist es jetzt halt nochmal ein bisschen was anderes, weil Astar und so, ja, Astar jetzt zu bauen, um es halt schneller zu haben, kann man machen, wenn man sie hat und wenn man die Runen dafür hat, weil Astar, finde ich, ist ein bisschen runenabhängig. Kommt drauf an, wie weit man ist. Und mit dem Homunculus ist es halt nochmal, ich finde es angenehmer. Es dauert natürlich länger, es ist wie gesagt kein Speed-Team. Es ist einfach angenehmer, man sieht es, die Dots ticken runter, es passiert nicht viel, kann halt sein, dass mal einer übernommen wird. Es kann auch sein, dass der Werde mal stirbt oder so. Das ist einfach alles, ich sag mal, ist es noch mit im normalen Bereich. Es geht einfach nur darum, ob es safe ist. Bei mir war es bis jetzt safe. Also ich kann, die Prozentzahl kann ich jetzt nicht sagen, aber bei mir war es bisher sehr safe. Natürlich, wenn Werde übernommen wird, ist es ein bisschen doof, aber da er halt auf Zorn, also beziehungsweise auf Damage genommen ist, ist es logisch, dass er halt übernommen wird, aber das
ja, macht in den meisten Fällen halt nicht so viel aus. Trickaroo muss halt mal einen Deathbreak landen, super. Und das müsste es jetzt im Großen und Ganzen auch wieder gewesen sein. Wie gesagt, die Zeit ist nicht schnell. Man sieht es, 1,43 ist fast eine Minute länger als mit Astar und Lucian. Ja, also das geht nicht darum, dass es ein Speed-Team sein soll oder so. Nein, es geht einfach, wie gesagt, einfach nur darum, kompakte Teams zu haben. Es dauert halt länger, logisch, aber dafür muss man halt so denken, du brauchst keinen Lucian, falls du keinen hast, und man braucht keine Astar, falls du keinen hast, beziehungsweise wenn du jetzt eine Astar hast oder einen Raok oder so. Ja, Raok musst du auch noch nicht zwingend haben. Du hast einfach für PC und MB12 und eventuell halt DB12 einfach ein Team, was du benutzen kannst, was es einfach in meinen Augen halt angenehmer macht. Bei Astar finde ich es halt nochmal ein bisschen schwierig, weil Astar, natürlich ist es schneller bei MB12 jetzt, aber du brauchst dafür auch einen bestimmten Stand Runen, was du hier, die sind nicht gut, meine Runen, ja, vor allem auf dem Homunculus, die sind nicht gut, die sind okay, ja, das ist nicht schwer hinzubekommen, und wenn man halt ein Triple Icaroo Team hat, ist es einfach auf eine angenehme Art und Weise. Natürlich, du kannst es hier auch eventuell noch Twins nutzen, aber man muss halt auch sagen, die Twins, die lassen so ein bisschen was PvE-Content nach. Ich glaube, das war auch Comtours Sinn, ja, dass sie einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ob jetzt Trickaroo so gewollt ist, weiß ich nicht, ja, aber werden wir ja in Zukunft sehen. Und abwarten, ja. Aber wenn man das halt machen kann, würde ich sagen, macht es. Und ihr habt einfach schon mit ein Team, also mit ein Team, drei Dungeons so gesehen, wenn man Homunculus halt in dem Falle weglässt, was DB12 ausgeht. Wie gesagt, man kann ihn da auch benutzen, aber ich finde es halt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Sinne finde ich es easy. Ist easy. Ist einfach easy, angenehm zu farmen. Einfach mit diesem 1,33, wie gesagt, es ist so ungefähr eine Minute schneller als mit Astar, aber es ist einfach angenehm zu spielen. Ja, weil du einfach, du musst nichts ruhen. Die Twins, wie gesagt, PvE-Content benutzt man vielleicht noch in bestimmten Rifts. Wenn du jetzt keine Martina oder so hast, spielst du sie auch eigentlich selten im PvP. Du kannst noch Talia, Sabrina in einer, gegen eine bestimmte Death nutzen. Aber im Großen und Ganzen benutzt man Twins jetzt dadurch, dass sie einfach, naja, nicht mehr gut in Dungeons sind. Sehr selten. Natürlich, man kann sie hier, also es gibt bestimmt noch Leute, die sie groß benutzen, auch ohne Martina. Aber ich schätze, es ist halt einfach eine Sache des, ja, ich weiß nicht, der ist halt, ich finde, ich benutze meine gar nicht mehr. So gut wie gar nicht mehr. Vielleicht, wie gesagt, noch in einem Beast, also in einem Rift Beast. Aber ansonsten wüsste ich gerade jetzt nicht, wo ich sie groß benutzen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich benutze sie sonst gar nicht mehr. Also das ist zum Beispiel sowas, wenn du die Teams halt einfach kompakt hast, ist es einfach angenehmer zu spielen, und in dem Falle ist es jetzt einfach der Fall. Ja, mit zwei, mit du hast so gesehen, bis auf GB12 und Steel Fortress einfach alle Dungeon unter eine Kippe. Und das ist das, was einfach angenehm macht, das Ganze zu spielen, beziehungsweise das, worauf es halt so ein bisschen ausgeht, ne? Und das sieht, es ist halt einfach sehr safe und sehr leicht. Es ist einfach free to play. Du brauchst nicht mal Twins oder sonst was, um das Ganze zu machen. Du brauchst einfach nur die Icaroos. Gut, die Icaroos sind ein bisschen schwierig zu machen, aber im Großen und Ganzen ist es halt angenehm. Es ist einfach angenehm. Wie gesagt, wartet nicht auf Icaroo. Ihr habt einfach so viele Möglichkeiten, da was rauszumachen. Und dann habt ihr Spaß. Ihr könnt farmen ohne Ende. Ja, vor allem auch DB12, wie gesagt, PC etc. Icaroo ist einfach gerade die Erleichterung schlechthin, und das ist halt einfach das Angenehme des Ganzen, ne? Und deswegen schaut, dass ihr euch das gebacken kriegt. Das ist jetzt noch eine Variante, die man spielen kann mit Trickaroo und den Homunculus. Es ist auch ein bisschen länger bekannt, also ist jetzt nicht so, als ob es jetzt gerade irgendwie frisch rauskam oder so. Vielleicht wissen es auch viele schon, aber ich wollte es euch einfach nochmal ans Herz legen, dass man das machen kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao.